Natürlich sind wir nicht zufrieden damit, dass wir nicht im Landtag von Nordrhein-Westfalen sitzen, aber wir sind sehr, sehr, sehr knapp gescheitert. Es waren rund 8000 Stimmen, die am Ende gefehlt haben. Und wir konnten unser Ergebnis in Nordrhein-Westfalen verdoppeln. Wir haben starke Zuwächse. Es zeigt, unsere Themen, das Thema der sozialen Gerechtigkeit, es zieht die Menschen mit. Und wir gehen aus diesem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen bei diesen Zuwächsen gestärkt in die Bundestagswahl, nach unserer Sicht. Es ist bedauerlich, dass die SPD kurz vor der Landtagswahl sich noch meinte, nach links abgrenzen zu müssen. Auch die SPD hat viel von sozialer Gerechtigkeit geredet, hat einen Gerechtigkeitswahlkampf geführt. Die Linke wäre die glaubwürdige Alternative gewesen oder die glaubwürdige Möglichkeit, tatsächlich soziale Gerechtigkeit für Nordrhein-Westfalen umzusetzen. Diese Abgrenzung nach links ist kein Erfolgskonzept für die SPD. Und man muss es so sagen, wir haben es gestern erlebt, Hannelore Kraft verkauft diese Landtagswahlen als die verlorenen Landtagswahlen aus Sicht der SPD als reines Landesdesaster. Tatsächlich muss man auch sagen, dass der ganze Schulz-Hype und der ganze Hype damit, dass man mit sozialer Gerechtigkeit Wahlkampf macht in Nordrhein-Westfalen, nicht geklappt hat, weil die Inhalte fehlten. Die SPD hat soziale Gerechtigkeit wieder einmal links liegen gelassen. Links stehen wir. Wir greifen den Ball auf und gehen auch damit gestärkt in die Bundestagswahl. Ja. Auch von mir schönen guten Tag. Sie können sich denken, dass die Nacht für uns als Linke in Nordrhein-Westfalen relativ kurz war. Galt auch für unsere Genossinnen und Genossen in Berlin wahrscheinlich. Wir haben mitbekommen, dass viele Menschen gestern Nacht mit uns zusammen gefiebert haben, ob wir noch reinschaffen oder nicht. Sowohl unsere Wählerinnen und Wähler, denen unser Dank natürlich gehört, als auch Menschen, die uns nicht gewählt haben, weil natürlich wir das Zündlein an der Waage gewesen wären. Wenn wir in den Landtag gekommen wären, würde es für Schwarz-Gelb definitiv nicht reichen. Im Moment wissen wir nicht, welche Regierungskonstellation es in Nordrhein-Westfalen geben wird. Man kann zu der Wahl in Nordrhein-Westfalen sagen, das ist definitiv, also ich würde nicht davon sprechen, dass unbedingt FDP und CDU gewonnen haben, aber doch, dass es eine Abwahl von Rot-Grün gegeben hat. Und wir als Linke, die durchaus auch Kritik an der Landesregierung hatten, aber eben von links mit dem Ansatz von mehr Sozialpolitik, mehr Bildungsgerechtigkeit sind nicht durchgedrungen. Es ist bedauerlich für uns, der Abend hat bitter geendet, ist schön gestartet, aber dennoch haben wir sehr, sehr viele Stimmen dazu gewonnen aus den unterschiedlichsten Milieus in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns als außerparlamentarische Opposition auch wieder nach vorne gearbeitet. Es hat leider an 8.561 Stimmen ist es letztendlich gescheitert. Trotzdem glaube ich, dass wir als Linke in Nordrhein-Westfalen gute Weichen gelegt haben für die Bundestagswahlen und dass wir weiterhin natürlich auch als außerparlamentarische Opposition in Nordrhein-Westfalen sehr lebhaft, sehr lebendig Stärke zeigen werden für eine sozialere und solidarischere Politik, denn das ist in der Tat in Nordrhein-Westfalen ein sehr heikles Thema. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Am Ende fehlte das nötige Quäntchen Glück oder in Zahlen ausgedrückt 0,1% oder in Stimmen 8.561 Stimmen. Das ist bitter. Es gibt vieles, was an dem Wahlergebnis uns zuversichtlich stimmt. Das haben die beiden Spitzenkandidaten gesagt. Die Wahlergebnisse bei jungen Wählerinnen und Wählern bis 35, mehr als eine Verdoppelung des Wahlergebnisses. Wir haben Städte wie in Bielefeld oder im Wahlkreis in Köln, wo wir sogar ein zweistelliges Ergebnis erreicht haben. Es sind auch Städte, wo es sehr aktive Kommunalfraktionen gibt, wo die Kampagne gerade im Pflegebereich und für bezahlbares Wohnen mit besonderer Leidenschaft betrieben wird, wo Sozialberatung betrieben wird. Also hier sieht man, es gibt sehr vieles, an dem wir aufbauen können. Aber wir haben halt eins unserer wichtigen Wahlziele, den Einzug in den Landtag, nicht geschafft. Ansonsten muss man sagen, dass das Wahlergebnis natürlich auch grundlegend ein paar Fragen aufwirft. SPD und Grüne haben zusammen 12,8% verloren.
dieser Verlust ist, glaube ich, Ihnen selber zuzuschreiben. Das ist zum einen das Ergebnis in der Landespolitik. Es ist ein Ergebnis, wo man das Gefühl hat, dass eine Ministerpräsident, die selber sich sozusagen als Kümmererin dargestellt hat, irgendwann den Eindruck vermittelt hat, sie kümmert sich nicht mehr. Ich denke auch, dass der Kurs der Ausgrenzung, dieses die CDU schreit und sofort springt Hannelore Kraft über das Stöckchen, dass das irgendwie greift. Aber alles in allem muss man sagen, es gibt eine klare Verschiebung sozusagen von dem, was links von der CDU steht, rüber zur CDU und FDP. Das ist etwas, womit wir uns auch analytisch auseinandersetzen müssen. Ob es nun zu Schwarz-Gelb oder zu einer großen Koalition kommt, das ist noch offen in NRW. Es besteht die Gefahr, dass die Idee von Schwarz-Gelb jetzt wieder Aufwind hat. Und ich sage ganz klar, das verheißt nichts Gutes, denn Schwarz-Gelb steht nicht nur für soziale Kälte, sondern steht auch, und die ersten Äußerungen aus den Reihen der Union deuten das an, steht auch für ganz klar Deregulierung und nochmal einen Angriff auf gute Arbeit. Und insofern ist hier eine starke Opposition gefragt. In NRW jetzt leider nur außerparlamentarisch. Ich will abschließend noch mal sagen, 700.000 Kinder in NRW leben in Armut. Allein das sozusagen ist ein wichtiger Grund, dass eigentlich dieses Land eine linke Fraktion verdient hätte, die eine verlässliche Stimme für soziale Gerechtigkeit ist. Das macht die 8.561 fehlenden Stimmen noch bitterer. Ja, was ziehen wir für Schlussfolgerungen für die Bundestagswahl? Man muss immer vorsichtig sein an einen Tag nach der Wahl, dass man keine Schnellschüsse macht. Ich glaube, wir sind gut beraten, als Linke unseren Kurs weiter zu verfolgen, für unsere eigenen Konzepte zu werben. Es hat sich eben gezeigt, dass es nichts bringt, nur Überschriften mit sozialer Gerechtigkeit zu produzieren und nicht zu sagen, was drinsteht. Wir haben gute Konzepte zur Rente, zu Löhnen, zur prekärer Arbeit, zur Steuergerechtigkeit, und wir werden den Versuch starten, diese Konzepte in den Vordergrund zu stellen, zu zeigen, für was wir stehen, was wir wollen und was wir erreichen wollen. In der Tat war die SPD nicht gut beraten, sich hauptsächlich von den Linken abzugrenzen und gleichzeitig die FDP zu hofieren. Wer ernsthaft einen Wahlkampf unter dem Motto sozialer Gerechtigkeit machen will und mit der FDP liebäugelt, kommt in eine Glaubwürdigkeitslücke oder in eine Glaubwürdigkeitsproblematik, weil niemand in dieser Gesellschaft glaubt, dass die FDP in irgendeiner Form für soziale Politik steht. Insofern werden wir auch deutlich machen, dass wenn die SPD weiter so rumeiert, ihr Konzept der sozialen Gerechtigkeit nicht besonders glaubwürdig wirken wird. Und die Linke kann hier auf Glaubwürdigkeit setzen. Wir vertreten konsequent einen Kurs, den wir schon seit Jahren vertreten, den wir auch bei dieser Bundestagswahl vertreten. Wir müssen da nicht ständig hin und her schwanken, wie so ein Rohr im Wind. Die Wählergruppen, die wir verstärkt ansprechen wollen, bleiben für uns gleich. Das wird auch durch diese Wahl bestätigt. Wir haben 8% bei den Jungen. Ich glaube aber, dass da trotzdem noch mehr drin ist, auch bei der Bundestagswahl, dass wir durchaus die Position in diesem Bereich ausbauen können, auch in den Städten. Wir haben Schwächen auf dem Land und haben Schwächen bei der älteren Generation. Ich glaube, wir müssen dort die Wirtschaftsfragen etwas mehr betonen. Also dort geht es nicht nur um Sozialsysteme, sondern auch, ob die Linke was zur Wirtschaftspolitik beizutragen hat. Das können wir. Wir haben dort ein gutes Konzept und vielleicht auch nochmal unsere Rentenvorstellungen deutlicher in den Vordergrund schieben. Wir haben zweitens die Menschen in den sozialen Brennpunkten. Da sind wir etwas zurückgegangen bei den Erwerbslosen, aber immer noch überdurchschnittlich. Dort werden wir weiter an unserem Profil arbeiten und werden weiter in diese Bereiche gehen. Dort, wo wir es getan haben, gibt es auch Erfolge, was man in manchen Städten wirklich sieht, wo zum Beispiel die Mietenthematik aufgegriffen wurde oder andere Initiativen. Und drittens, wir werden
Wir müssen stärker werden bei den Beschäftigten. Da haben wir positive Ansatzpunkte in bestimmten Berufsgruppen. Das werden wir weiter ausbauen durch unsere Kampagnen und durch die Fragen, die wir eben behandeln. Deswegen wird eben Personal in Pflege, Gesundheit und Erziehung eine große Rolle spielen und wird auch der Bereich Infrastruktur eine große Rolle spielen, weil das einfach deutlich wird, einer wachsenden Zahl der Bevölkerung, in welchem Ausmaß die soziale Infrastruktur und die öffentliche Infrastruktur in diesem Land auf den Hund gekommen ist. Und da werden wir klare Alternativen aufzeigen.